wir haben einfach eine Neidgesellschaft. Und wir kennen es ja auch nicht anders. Das Leben ist zu kurz. Und daher muss man sich jetzt Gas geben. Gewöhnt man sich auch dran, ne? Kapanski! Du bist doch anders als dein Geld. Ich bin Steffen. Ich fahre Fahrrad, wohne zur Miete und besitze kein Haus, kein Auto und auch kein Boot. Aber ich bin zufrieden. Ich habe einen Job, der mir Spaß macht und von dem ich gut leben kann. Trotzdem, mal ganz ehrlich, träumt nicht jeder davon, ein klein bisschen mehr zu haben? Und wenn ich reich wäre, was würde ich dann machen mit meinem Geld? Ich will in diesem Film vor allem Menschen aus meiner Generation kennenlernen, die deutlich mehr Geld auf dem Konto haben als ich. Mich interessiert, was denken die über ihren Reichtum und was macht das eigentlich mit einem, wenn man mit 30 schon Millionär ist? Laut dem offiziellen Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung gehört 10% der Deutschen mehr als die Hälfte des Vermögens. Nach anderen Rechnungen ist es noch deutlich mehr. Und weltweit ist die Ungleichheit noch viel krasser. Rund 80% des neu gewonnenen Vermögens ging im letzten Jahr an das 1% der Reichsten. Ich will den Reichen näher kommen. Also fahre ich erstmal dorthin, wo viele von ihnen gerne Urlaub machen, in die Schweiz. Das hier, das ist unser Hotel und so schön es hier auch ist, daran sieht man schon, dass wir nicht dazu gehören zur besseren Gesellschaft, denn St. Moritz selbst konnten wir uns nicht leisten. Wir müssen erstmal 13 Kilometer mit dem Auto reinfahren. Ja, es steht ja nirgendwo eine Grenze oder ein Zaun, aber irgendwo hier muss sie sein, diese unsichtbare Grenze zwischen dem Geld und den normalen Leuten. Denn hier in St. Moritz ist alles teurer, exklusiver. Ein Ferienort für Reiche. 5-Sterne-Hotels an jeder Ecke. Ein Doppelzimmer kostet hier locker 1000 Euro. Und an diesem Wochenende steht der Saisonhöhepunkt auf dem Programm. Wer einen Pelz hat, trägt ihn spazieren beim Snowpolo auf dem zugefrorenen St. Moritzsee. Wer das seltsam findet, der ist hier falsch. Hier trifft sich altes Geld und neuer Reichtum. Aus ganz Europa. Franzosen, Italiener, viele Russen. What do you like about this event here? Oh, the atmosphere. The atmosphere, music, sun, nice food, nice people. Also the parties after. Yeah, you see? And I like luxury. I am fashion blogger. I made a compliment about the fur. Yeah. It's the only place I can put it on. It's also expensive, right? Yes, I think yes. Yes, I think yes, but normal people, it's a little bit expensive. But it's no problem for you. No. Das Publikum kommt mit Heli oder Privatjet. Geld spielt hier keine Rolle. Und für normale Leute wie mich ist Polo ohnehin der falsche Sport. 4 bis 5 Pferde braucht man für ein Spiel pro Spieler. Der Sport ist so anstrengend für die Tiere, dass sie ständig gewechselt werden. Das muss man sich leisten können. Und darum geht es hier, sich Dinge zu leisten, die sich andere nicht leisten können. Aber was reizt die Leute daran? Das soll mir der Mann erzählen, der das Spektakel seit 33 Jahren veranstaltet. Reto Gaudenzi, der Mann da oben in der roten Jacke. Traditionell sind die Schönen und Reichen hierher gekommen. Warum? Warum? Weil es wunderbar ist. Die sind ja nicht blöd. Es ist ja nicht so, dass man sie einfach mit Marketing hier hochlockt, sondern die kommen hierher, weil es schön ist und weil es funktioniert. So ein bisschen gehört hier aber auch dazu Pelze, Champagner. Das sind so, was sind das, Statussymbole oder so? Champagner schmeckt wunderbar. Ja. Der Pelz ist das älteste Kleidungsstück der Menschheit. Ja, also es gibt Leute, die übertreiben es, ja, wie überall. Paracelsus hat mal gesagt, in der Dosis liegt das Gift. Ja, und das ist ungefähr die Weisheit, die ich Ihnen hier gratis weitergebe. Gratis. Immerhin das. Doch der ganze Luxus hier, der kommt mir ziemlich klischeehaft vor, bestätigt meine Vorurteile. Stellt wer wirklich Geld hat, seinen Reichtum heute noch so zur Schau? Ich recherchiere weiter.
Ich will junge Start-up-Millionäre kennenlernen und ich suche junge Erben eines millionenschweren Familienunternehmers. Leicht ist das nicht. Ich habe echt viele, viele Vermögende angeschrieben für diesen Film. Von den allermeisten habe ich ehrlich gesagt nie wieder was gehört. Dann gab es ein paar, die haben freundlich, aber bestimmt abgesagt. Und dann gab es einige wenige, die haben geantwortet und gesagt, kein Problem, kommt vorbei, wir reden gerne mit euch. Hallo Fans, Trigema ist Deutschlands größter T-Shirt. Die erste Zusage bekomme ich von einem Mann, dessen Werbespot mit dem Affen ich beinahe auswendig kenne. Was sagt der Inhaber Herr Grupp dazu? Wir werden auch in Zukunft nur in Deutschland produzieren und unsere 1200 Arbeitsplätze sichern. In meiner Kindheit lief dieser Spot regelmäßig vor der Tagesschau. Inzwischen ist Wolfgang Grupp der Inhaber 76 und macht sich über seine Nachfolge Gedanken. Ich will ihn kennenlernen, vor allem aber seine beiden Kinder. Deshalb fahre ich nach Baden-Württemberg, auf die Schwäbische Alb, nach Burladingen. Ein Ort ganz im Zeichen des Affen. Hudemann vom ARD Fernsehen, hallo. Alles klar, vielen Dank. Ja, danke. Wolfgang Grupp tritt gerne im Fernsehen auf und empfängt mich an seinem Schreibtisch. Mich überrascht, dass er kein eigenes Büro hat, sondern mit seinen leitenden Mitarbeitern auf einer Fläche sitzt. Zu den Abteilungsleitern gehören inzwischen auch seine beiden Kinder. Bonita Grupp ist 28. Sie war in einem Schweizer Internat, hat an einer englischen Elite-Uni Management studiert. Genau wie ihr ein Jahr jüngerer Bruder, der so heißt wie sein Vater, Wolfgang. Ich ahne schon, das ist auch eine Bürde. Wenn einer sagt, er bekommt, ich sage einfach simpel ein Barvermögen, dann kann er machen, was er will. Wenn einer sagt, er kriegt die Arbeitsplätze sozusagen, Mitarbeiter und alles, dann hat er eine Verantwortung. Und das ist schon ein bisschen mehr, als wenn ich sage, ich kann frei entscheiden, was ich machen will. 1969 hat Wolfgang Grupp die Firma von seinem Vater übernommen. Sie gehört bis heute ihm allein und er allein trägt das Risiko. Dass es das Unternehmen heute noch gibt, macht ihn stolz. Ist gesponnen, also wir kaufen keine Baumwolle. Und deshalb führt er mich gerne herum. Wolfgang Grupp ist einer der wichtigsten Arbeitgeber der Region. 1200 Mitarbeiter arbeiten für ihn. Manche nennen ihn den König von Burladingen. Sein Reich bereist er am liebsten mit dem Hubschrauber. Doch der ist gerade in der Werkstatt. Wo ist der Hubschrauber lang? Hier, direkt von der Linie. Ja. Sie sehen, da ist die Beleuchtung auch das Runde da. Ja. Jetzt haben Sie hier, finde ich ja gerade ganz interessant, das sind Ihre Kinder, oder? Ja. Wie alt waren die da? Wie lange ist das her? Schon ein paar Jahre? Also fragen Sie mich jetzt etwas. Ich sage jetzt mal zehn Jahre. Ja, da war Ihnen schon wichtig, dass die damit identifizieren. Ja, die Kinder sind ja mit dem Betrieb aufgewachsen. Ja. Man ist als Kind normal auf sein Zuhause stolz. Der Bauersohn ist stolz, welchen Traktor der Vater hat. Und wenn die Kinder mal nicht mehr stolz sind, sondern im Prinzip sagen, nee, das will ich nicht, dann ist meiner Meinung nach etwas schiefgelaufen. Für Sie war es aber völlig klar, dass zumindest eines Ihrer Kinder mal Ihnen nachfolgen wird. Also für mich war klar, dass die Firma in die nächste Generation übergeht und dass die Kinder die Firma bekommen. Ich bin aber so weit, dass ich gesagt habe, die Kinder sollen sich ein Leben lang lieben und nicht ein Leben lang streiten. Deshalb sollte nur ein Kind die Firma kriegen. Welches, das weiß ich nicht. Das kommt darauf an, welche Partner sie finden, wohin sie heiraten oder sonst etwas, wie das Leben bei ihnen zukünftig zu gestalten ist. Klingt nach Papa sucht den Supererben. Andererseits, die Firma ist sein Lebenswerk. Da würde ich mir die Nachfolge auch gut überlegen. Mittags machen Wolfgang Grupp und seine Familie gemeinsam Pause. Um vom Büro in die Villa zu kommen, müssen sie nur einmal über die Straße. Und auch mein Team und ich dürfen mit. Wolfgang Grupp ist Sylt-Fan. Deshalb hat er das Haus mit einem Reetdach decken lassen. Hier wohnen alle vier Grupps. Und ich bin doch etwas erstaunt, dass wir einfach so mit hinein dürfen ins private Reich der Familie. Wolfgang Grupp aber sagt, jemandem, der seiner Verantwortung als Unternehmer gerecht wird, dem neidet man nichts. Seine Kinder sind aufgewachsen mit beheiztem Schwimmbad und barockem Luxus. Sie führen ein Leben unter dem Dach der Eltern, im Dienst der Firma. So ein Unternehmen mit 1200 Mitarbeitern irgendwann zu übernehmen, das stelle ich mir auch als eine riesen Verantwortung, Herausforderung vor. Wie geht ihr damit um? Wir sind damit auch aufgewachsen. Also wir sind von
Kindeszeit an immer im Unternehmen drüben gewesen. Das war, ist irgendwie ein Teil unserer Familie oder ist definitiv ein Teil unserer Familie. Mein Vater sagt immer, der erste Gang, nachdem er mich aus dem Krankenhaus abgeholt hat oder mit meiner Mutter dann auch, war ins Büro. Und in den Ferien haben wir ausgeholfen, Ferienjobs etc. Also es war immer ein Teil von unserem Leben. Nun hat euer Vater ganz klar gesagt, eine oder einer von beiden soll die Firma übernehmen, nicht beide gleichzeitig. Wie geht er mit der Situation jetzt um? Ich weiß, es ist immer, also viele verstehen es nicht und denken so, ah, das muss jetzt ja sehr schwierig für euch sein. Aber also für uns ist es so, also so ist zumindest mein Empfinden, dass wir sagen, also die Last ist sozusagen von den Schultern genommen, wenn man sich jetzt noch nicht entscheiden muss. Du machst es zukünftig, weil wir wissen ja noch nicht, wie sich unsere Wege entwickeln. Wichtig, glaube ich, für uns ist auch, dass es auch die vielleicht fähigere Person für diese Position und für diese Verantwortung auch machen sollte. Und das sollten wir uns eben gegenseitig auch zutrauen, Fähigkeit, sage ich mal, nicht immer nur vom Intellektuell, aber auch von der Umgebenheit. Und ich bin eigentlich auch der Überzeugung, dass wir da auch in diesem Falle immer versuchen werden, unsere Familie zusammenzuhalten und da zusammen eine Lösung zu finden. Eine ganz andere Umgebung, Berlin-Kreuzberg. Früher war das mal das Zentrum der linken Szene. Heute treffe ich hier in einer renovierten Fabriketage zwei Jungunternehmer, die bereit sind, mit mir über ihr Geld zu sprechen. Philipp Hartmann und Tobias Johann, beide Mitte 30. Man könnte sie fast für Studenten halten, aber sie haben Millionen gemacht. Zusammen mit drei anderen Gründern waren sie am Online-Lieferdienst Lieferando beteiligt. Hi, alles gut? Ja, perfekt. Hi. Hallo. Vor 4 Jahren ging die Firma an ein niederländisches Unternehmen für rund 50 Millionen Euro. Ja, Pizza Money, das war so der große Durchbruch. Oder wie würdet ihr das bezeichnen? Das hat uns sehr geholfen, ja. Die Firma wurde dann als Lieferando in Deutschland relativ bekannt und wir konnten sie verkaufen in 2014. Und dann ist genau diese Phase vorbei, dass man ein Startup, das war, Lieferando war dann, glaube ich, 6,5 Jahre alt, dass man halt 6,5 Jahre arbeitet für etwas und man kriegt dann am Ende entweder gar nichts oder in dem Fall doch einen hübschen Betrag, der uns gemöglicht hat, das alles hier aufzubauen. Pizza Money halt. Pizza Money. Genau. Und ihr Pizza Money stecken sie jetzt in neue Startups. Gesundheit, Immobilien, darin sehen sie Potenzial. Die meisten Ideen werden scheitern, aber ein paar hier werden wieder Millionen einbringen. In den letzten Jahren haben sie 21 Startups gegründet und in 15 weitere investiert. Was treibt denn die Leute an, die zu euch kommen mit einer Idee? Ist es erstmal die Idee oder ist da auch irgendwie dann schon der Traum vom großen Geld dahinter? Oder? Nein, also wenn das die primäre Motivation wäre, dann würden wir nie mit den Leuten zusammenarbeiten. Natürlich ist Geld und Erfolg in dem Sinne ein Indikator auch für deine unternehmerische Freiheit. Ja, dein Freiheitsgrad wird darüber definiert. Also so haben wir auch angefangen. Unser Ziel war jetzt nicht, wir waren nicht nur von einer Idee getrieben, sondern wir haben uns irgendwann entschieden, wir wollen Unternehmer werden, weil ich glaube, also meine persönliche Motivation war, ich wollte einfach nicht angestellt sein. Ja. Und dann bleibt nicht mehr so viel übrig. Weil ich in der Tat, also ich hatte immer Angst, einen Chef zu haben. Und ich hatte immer Angst zu wissen, was ich in 30 Jahren mache. Angefangen haben sie als Studenten ohne großes Kapital. Wenn du dann 60 Stunden die Woche arbeitest und hast dann halt 900 Euro, dann rufst du halt in der dritten Woche deine Eltern an, um dass sie dir nochmal 200 Euro überweisen. Und das, A, schämst du dich. Und B, du hast Stress, du hast richtig viel Druck. Kein Geld zu haben, macht dir enormen psychischen Stress. Und das hältst du, glaube ich, dein ganzes Leben nicht durch. Über den Punkt sind sie lange hinaus. Jetzt hantieren die beiden mit Mitte 30 mit ganz anderen Summen. In jedes neue Startup investieren Tobias und Philipp in der Regel zwischen 300.000 und 2,5 Millionen Euro. 2,5 Millionen, das ist ja für jemanden, der nicht Unternehmer ist, ja, viel Geld. Erstmal klar. Viel Geld. Auch für uns. Ist das euch noch so bewusst oder werden das irgendwann so abstrakte Zahlen, die man dann gar nicht mehr mit der Realität so richtig kommt? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, grundsätzlich alles, was wir investieren, haben wir selbst verdient. Keiner von uns hat irgendwie das Geld der Eltern genommen. Und deswegen, glaube ich, ist es uns schon noch sehr bewusst. Aber klar, im Spur of the Moment, wenn man dann, wir haben auch Startups, die haben 30 Millionen Euro gebraucht, um profitabel zu werden. Und dann verhandelt man mit großen Fonds, die milliardenschwer sind, ob die bei einem 20 Millionen geben. Und da wird es dann irgendwann mal komisch. Aber ist auch schön. So. Trigema macht im Jahr rund 100 Millionen Euro Umsatz. Wie hoch das Privatvermögen der Familie Grupp ist, ist nicht genau bekannt. Auf jeden Fall reicht es für einen Butler, der mittags Müsli und Joghurt serviert.
Kulinarisch macht Wolfgang Grupp keine Experimente. Und geredet wird bei Tisch über das Geschäft. Wir haben es beide angeguckt. Es wird momentan Trigema.de nicht eingetötet. Weil die nicht nachkommen mit der Unterwäsche und mit den Bademänteln. Und die Frau Hinzmann hat gesagt, ihr ist gar nicht unrecht. Ihr wäre es sogar lieber. Ja, weil dann kriegt sie die Sachen auch schneller. Ja, dann kriegt weil sie schneller. Nämlich heute Morgen hat sie nämlich schon 2 Stunden gewartet und hatte nichts zum Verpacken. Wenn Wolfgang Grupp der König von Burladingen ist, dann sind seine Kinder Prinz und Prinzessin. Mit Ende 20 im Haus der Eltern wohnen, all die Erwartungen des Vaters erfüllen müssen, der von Selbstverwirklichung nicht viel zu halten scheint. Ein ganz schön hoher Preis für das Millionenerbe, finde ich. Also für uns war es jetzt noch nie irgendwie hinderlich und wir kennen es ja auch nicht anders. Ja? Also, und auch zum Beispiel mein Vater kennt es ja auch nicht anders, er ist ja auch hier reingeboren. Es ist aber auch so, dass wir ja nichts dran ändern können, dass wir hier, wollten wir auch gar nichts ändern, dass wir hier reingeboren sind. Ich persönlich glaube immer, man muss es als Vorteil sehen. Viele würden sich wünschen, auch egal ob mit Firma oder mit Familie, so eine Chance zu haben. Und wir sind ja selbst unserem Schicksal verantwortlich und sagen, wir müssen eben was draus machen. Es gibt ja auch welche, die vielleicht so einen Hintergrund haben, die dann sagen, ich nehme lieber das Geld und mache mir ein schönes Leben. Ja, also ich glaube, das ist eine Einstellungssache, kommt auch so ein bisschen drauf an, was man möchte. Ich kann da nur für mich persönlich sprechen, wäre das, könnte ich mir nicht, ich meine, ich habe auch schon, wenn ich 2 Wochen im Urlaub bin, freut man sich wieder irgendwie auch ins Geschäft zu kommen und was machen zu dürfen. Also ich könnte mir nicht vorstellen, irgendwie in Südfrankreich die ganze Zeit auf einer Yacht zu liegen. Ich glaube, da würde ich Depressionen kriegen und mich irgendwann mal von der Yacht runterstürzen. Ja. Ich glaube, man kann auch recht schnell alleine sein, wenn man dann nur das Geld nimmt und sagt, der Rest ist mir egal. Aber das sehen nicht alle so. Luxus ist sichtbarer geworden, seitdem es soziale Netzwerke gibt, wo Selbstdarstellung Programm zu sein scheint. Jedenfalls in Gruppen wie Rich Kids of Germany. Dicke Karre, dicke Uhr, Privatjet, fette Flasche Shampoos. Irgendwie scheint das ja seinen Reiz zu haben. Jedenfalls kriegen die Rich Kids of Instagram im Netz massenhaft ihre Likes. Ich habe einige von den Rich Kids angeschrieben. Er hat mir geantwortet. Heute treffen wir Bayo. Bayo ist 35, ist in Nigeria geboren und seit 10 Jahren als Unternehmer in Deutschland und zeigt eben sein Leben her, zeigt vor allem her, was er hat. Wir schauen einfach mal, was wir heute von ihm zu sehen kriegen. Adebayo Surakatu, so heißt er mit vollem Namen, wohnt in Bremen. Etwa jeder 6. im kleinsten deutschen Bundesland lebt von Hartz IV. Und gleichzeitig leben hier so viele Millionäre wie sonst nur in Hamburg. Wir sind am Rand des Bremer Bürgerparks verabredet, im noblen Parkhotel. Bayos Bentley kenne ich schon aus dem Netz. Hallo, Bayo. Hey. Hi. Grüß dich. Hallo. Wie geht's dir? Gut. Alles gut? Ja. Super, schön. Als Kind, so erzählt er, kam er aus Nigeria nach New York, dann nach Deutschland. Als Unternehmer sei er hier reich geworden, habe unter anderem mitgeholfen, eine Firma an die Börse zu bringen, die Finanztransaktionen über eine App anbietet. Dass viele Deutsche so ungern über Geld reden, hat er noch nie verstanden. So, da. Ja, vielen Dank. Und das meine ich hier in meinem Parkhotel, besten Service, Champagner. Man kann auf jeden Fall den Tag gut versüßen. Ja, so ein Glas Champagner, das gehört schon dazu, oder? Absolut. Immer wieder gehen. Ja, okay. Das ist Rick Hublot, der Besitzer von der Luxus-Uhrenmarke Hublot. Mhm. Social Media ist vor allem ein Hobby, sagt er. Aber es hilft ihm auch, sich als Unternehmer zu vermarkten. Seinen Followern gefällt Bayos Leben zwischen Luxus und einflussreichen Promis. Warum hast du diesen Instagram-Account? Warum machst du das? Es ist für mich wie ein Motivationsfaktor, damit ich Leute auch zeigen kann, egal welche Herkunft man kommt, okay, egal ob es aus Afrika, ob es aus anderen Ländern sind, okay, einfach nur Leute, die ehrgeizig sind, sagen, super gut, ich kann aus mir was machen, als Unternehmer, ja, an denen möchte ich auf jeden Fall auch Vorbild sein. Wenn das jetzt andere sehen, könnten die auch neidisch sein, oder? Ja, natürlich, natürlich. Aber ich glaube, dass wenn man auf jeden Fall meinen Werdegang erstmal erkennt und was ich hinter mir gelassen habe, die Wege, die ich gegangen bin, ich stehe dazu, okay, ich liebe natürlich den Luxus, okay, weil ich mir das mittlerweile jetzt gönnen kann. Seine Eltern gehörten in Nigeria zur Mittelschicht, erzählt er mir. Der Vater Bankangestellter, die Mutter Lehrerin. Er führt jetzt ein glamouröseres Leben. In ein paar Jahren will er sich zur Ruhe setzen.
Wie viel Geld Bayo wirklich hat, ist für mich schwer zu überprüfen. Du siehst, ich mach das nicht so oft, ja? Du bist Profi. Auch ein bisschen Klischee, was wir jetzt hier machen. Für mich mittlerweile okay, ist das erstmal so eine Art, okay, wo man sagt, okay, man will einfach ein bisschen mal zur Ruhe kommen. Okay, man will, es geht mittlerweile um das Kleinigkeiten, okay, im Leben. Das Kleinigkeiten im Leben, wo man sagt, okay, man ist zufrieden. Geschmackssache, glaube ich. Geschmackssache, genau. Hier ist Geschmackssache. Ja, toller Moment. Toller Moment. Was macht die Faszination Luxus aus? In St. Moritz habe ich noch mal Gelegenheit, das auszuprobieren. So, ich fahre zwar ein dickes Auto, ich bin trotzdem nett. Ein Sportwagenhersteller bietet Probefahrten an. Ich bin dabei. Sieht schon ganz gut. Wie viel PS hat der? 430 PS. 430? Ein bisschen wie ein Computerspiel, ehrlich gesagt. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es macht keinen Spaß. Jetzt die Frage, an wen richtet sich das? Wer kauft sich das? Mit einem Maserati möchte man auffallen. Man möchte den Luxus haben natürlich. Den gibt es aber in anderen Autos auch. Aber ich sag mal so, wenn man mit einem klassischen deutschen Auto aus der oberen Mittelklasse vorfährt, dann ist es einfach kein Hingucker mehr. Geht schon ein bisschen darum, gesehen zu werden. Definitiv, ja. Ja. Gewöhnt man sich auch dran, ne? Dann ist es vielleicht gar nicht mehr so besonders. Ich frage mich, ob man hier oben nicht generell den Blick dafür verliert, wie die da unten leben. Und ob man daran überhaupt etwas ändern will. Das frage ich auch den Snowpolo-Veranstalter Reto Gaudenzi. Die Konzentration von Vermögen steigt in der Welt. Ist das was Sie auch hier beobachten, dass da durchaus... Also da fragen Sie den Falschen. Ja. Ich organisiere Events für die Gäste, die sich das leisten können. Und sozialkritische Fragen müssen Sie anderen Leuten stellen. Ja. Haben Sie eine Meinung dazu? Natürlich habe ich eine Meinung. Natürlich gibt es eine Ungerechtigkeit auf der Welt, keine Frage. Aber das ist eine schwierige Kiste. Und das ist ein sehr komplexes Thema, das Sie und ich sehr wahrscheinlich in diesem Leben nicht lösen können. Möglicherweise, ja. Wie würden Sie Reichtum definieren? Ich definiere gerne Luxus. Mhm. Für mich, was Luxus ist für mich. Wenn ich das kriege, was ich will, wo ich es will, wie ich es will und wann ich es will und so, wie ich es will. Das ist für mich Luxus. Das kann eine Bratwurst sein, hier auf dem St. Moritzsee. Ich habe gerade eine gegessen. Wunderschön. Eine Bratwurst, eine frische Bratwurst und ein Bier. Wunderbar. Es muss nicht immer Kaviar sein oder irgendetwas. Also Luxus ist sehr, sehr, sehr ein dehnbarer Begriff. Jeder hat eine andere Einstellung. Gemessen an dieser Definition lebe auch ich im Luxus. Schließlich kann ich mir viele Dinge leisten, die ich gerne mache. Essen gehen zum Beispiel oder reisen. Das Glas Champagner bekomme ich übrigens frei Haus. Prost. Aber mit etwas mehr Geld auf dem Konto könnte ich vielleicht etwas weniger arbeiten oder öfter an Orte fahren, wo es so schön ist wie hier in den Schweizer Alpen. Man kann sich's gut gehen lassen hier, oder? Super, ne? Geht doch. Ja. Schapanski. Ja. Besser als Sekt. Vom Sekt kriegst du Kopfweh, von Champagner kriegst du gute Laune. Gute Laune, klar. Aber wann wird aus den schönen Dingen im Leben Dekadenz? Zurück in Bremen bin ich noch einmal bei Bayo Surakatu. Diesmal in seiner Stadtwohnung. Daneben habe er noch eine Villa, erzählt er mir. Zu sehen bekomme ich die nicht. An so einem Kaminfeuer habe ich genauso Spaß wie er. Ansonsten aber ist unser Geschmack doch sehr unterschiedlich. Stefan, das muss auf jeden Fall eins für dich hier sein. Ich glaube nicht. Hm, ja. So. Eins habe ich mir jetzt als Ziel gesetzt hier. Das ist mein neues. Das wird jetzt genau der hier. Das ist die Tourbillon Concept GMT. Kostet 260.000 Euro. 260.000? Ja. Ja. Davon kann man ein Auto kaufen.
davon. Ja, oder mehrere. Oder mehrere Autos kaufen, davon kann man auch ein Haus oder eine Wohnung komplett kaufen und ja. Ja, dafür kann man auch mehrere Jahre leben, oder? Ja, absolut, absolut. Für eine Uhr. Für eine Uhr, das stimmt. Das stimmt. Interessant. Aber du hättest kein schlechtes Gewissen, dir so eine Uhr zu kaufen. Absolut nicht, absolut nicht. Okay, ich kam nicht von einer Mega-Luxus-Familie, sondern ich habe alle Penny und alle Cent komplett selbst erarbeitet. Das heißt, du zeigst dir selbst, dass du erfolgreich bist? Oder du zeigst es anderen auch? Das Ziel ist nicht eigentlich anders zu zeigen, okay, dass ich erfolgreich bin. Okay, das Ziel ist einfach nur, dass ich selbst und zufrieden bin. Dass ich weiß, dass so war er früher und das habe ich mich dann noch mal so Mut gegeben, viel Arbeit hintergesteckt und so ist es jetzt. Viele Menschen arbeiten hart in Deutschland und werden trotzdem nicht reich. Den Start-up-Gründern Tobias Johann und Philipp Hartmann ist das bewusst. Sie verzichten auf Statussymbole. Klar, sie gönnen sich jetzt öfter mal einen teuren Urlaub und sie haben sich jeder eine schöne Wohnung gekauft. Mittag essen sie weiterhin beim asiatischen Imbiss an der Ecke. Es ist euch wichtig, sozusagen ein normales Leben weiterzuführen? Ja, klar. Also ich meine, das gehört ja mit dazu. Wir gehen auch ganz normal morgens in die Firma und gehen abends wieder nach Hause und treffen uns mit Freunden, quetschen irgendwie ein bisschen Sport noch mal mit rein, wenn wir mal wieder in der fitten Phase sind. Ich glaube, der einzige Unterschied ist, dass unsere Freunde zum Großteil, also wirklich zum massiven Großteil, auch Unternehmer sind. Ne? Weil du hast sehr, sehr ähnliche Themen, die du halt einfach miteinander besprechen kannst. Habt ihr sowas erlebt, dass das irgendwie auch Freundschaft beeinflussen kann, dass ihr vielleicht mehr Geld dann auf dem Konto habt als andere? Ja, ich glaube, das wären dann keine richtigen Freundschaften. Ne? Die Freunde, mit denen wir nach wie vor sehr eng befreundet sind, die kennen uns aus Zeiten, wo wir in unserem studentischen WG gelebt haben. Und die kennen uns jetzt eben halt auch. Ne? Erwarten denn Leute, wenn sie mit euch jetzt so beim Drink oder beim Essen sitzen, dass ihr dann bezahlt? Nee, nein, das glaube ich nicht. Hoffe ich nicht. Oder kommt die Situation auf, dass du denkst, soll ich den jetzt einladen? Weil ich nein, doch, da denke ich überhaupt nicht drüber nach. Wir haben uns immer schon gegenseitig eingeladen. Bei uns war es immer einer zahlt, aber es ist schon seit 10 Jahren. Egal, wer jetzt, ob jemand Geld hat oder nicht, also es hat immer irgendjemand einfach gezahlt. Wollen wir bestellen? Können gerne. Ja. Ich hätte gerne eine Tom-Kha-Gai-Suppe bitte mit Hähnchen. Willst du noch was trinken? Irgendwie ach so, habt ihr nur so einen Eistee? Also im Großen und Ganzen kann man so weiterleben. Du siehst was es ja. Was ist die Alternative? Also was würdest du denn sonst machen? Ich weiß es nicht, ich finde das ja gut. Aber ich frag's mich halt. Ich weiß nicht, vielleicht, ob das was verändert. So. Vielleicht sind wir auch einfach fantasielos. Ja. Das kann auch sein. Ja. Was bedeutet denn für euch Luxus? Oder wie würdet ihr das definieren? Ja gut, ich meine... ich glaube, für uns persönlich ist der Luxus diese Freiheit. Ne? Da kommen wir auch wieder schnell zu dem Thema, was macht einen erfolgreichen Unternehmer aus, wenn er einfach viel Freiheit hat. Ne? Auch mal, wenn es mal einem Familienmitglied nicht so gut geht. Ja? Die Freiheit zu haben, zu sagen, hey, ich habe meine Partner, auf die ich mich verlassen kann. Ich gehe jetzt einfach und kümmere mich um meine Familie. Ja? Und muss dafür keinen Urlaub beantragen und irgendwo einreichen und kriege ihn dann nicht bewilligt, sondern ich kann dann mal eine Zeit lang vielleicht irgendwo aus einer anderen Stadt heraus arbeiten. Das ist wahnsinniger Luxus. Luxus kann vieles sein. Bildung zum Beispiel. Privatschulen boomen. Wer es sich leisten kann, investiert in die Zukunft seiner Kinder. Ja, das hier. Ich fahre an den Bodensee, zum Internat Schloss Salem. So, das ist so groß hier. Gibt es richtig einen Plan für die Schule? Ich weiß gar nicht. Von Prinz Philipp bis August Oetker. Adel und Geldadel schicken ihre Kinder schon lange hierher. Also macht auf jeden Fall ein bisschen mehr her als mein 70er-Jahre-Betonbunker. In dem ich zur Schule gegangen bin. Das Schuljahr kostet hier stolze 40.000 Euro. Ich habe einen Termin bei Direktor Bernd Westermeier. Guten Tag, Westermeier. Hallo, grüße Sie, Herr Rudemann. Genau, Herr Rudemann. Die Schule ist in einem alten Kloster untergebracht. Diese Bereiche sind normalerweise nicht öffentlich zugänglich. Für mich macht der Schulleiter eine Ausnahme. An den Wänden hat man die Darstellung der alten Äbte, Zisterzienser, ja. Sagt halt auch immer so der weiße Konzern. Also sie waren sehr geschäftstüchtig und das Kloster damals sehr reich. Ja. Viele der... Morgen. Hallo. Heute gehen hier die Kinder derer zur Schule, die es sich leisten können. Sie kommen aus ganz Deutschland, inzwischen aber auch aus Indien und China. Rund 800 Schüler in den Klassen 5 bis 12.
Und zumindest auf den ersten Blick leben sie hier nicht besonders luxuriös. Man kann hier einfach mal einen Blick reinwerfen. Die Zimmer sind entsprechend den alten Mönchsklausen, also den alten Mönchszimmern. Ja, sieht aus wie in einer Jugendherberge so ein bisschen, oder? Ja. Bescheidenheit gehört zum Konzept. Die Schule, so heißt es im Leitbild, will Persönlichkeiten bilden, die später Verantwortung übernehmen. Was bekommen denn die Eltern für diese 40.000 Euro, was sie an der staatlichen Schule vielleicht nicht bekommen? Wir sind keine Dienstleister für Eltern, sondern wir geben Kindern hier einen Rahmen, der ihnen hilft, ihre Talente, ihre Fähigkeiten, glaube ich, vollumfänglich zu entdecken und wenn sie sie entdeckt haben, auch auszuformen und zu entwickeln. Meine Eltern hätten sich das hier nicht leisten können, aber für mich wäre so ein Internat auch eine Horrorvorstellung gewesen. Herr Westermeier sagt, die Zeiten hätten sich geändert. Wir hatten den Untertan im Kopf oder so die Vorstellung, das seien so Kadettenanstalten, wo man diszipliniert werde. Und die Kinder heute sind aufgewachsen mit Harry Potter. Die haben ganz andere Bilder. Ne? Für die ist das Abenteuer, Gemeinschaft, Freundschaft. Und das sind die Dinge, die sie suchen. Und tatsächlich ist es so, dass wer zwischen 14 und 18 gemeinsam mit anderen Jugendlichen lebt und arbeitet und im Grunde Tag und Nacht zusammen ist, eine ganz, ganz besondere Bindung entwickelt an den Ort, an die Menschen. Und diese Gemeinschaft trägt ein Leben lang durch. Hm. Auch ein Netzwerk, was sich bildet? Automatisch. Aber das würde ich auch einer Schule wie dieser nicht vorhalten wollen, denn Freundschaften, Beziehungen entstehen überall. Bloß werden die Freundschaften, die man hier macht, einen im Leben vermutlich weiterbringen als andere. Bestimmt sind kleine Klassen, Lernkonzepte und die gute Ausstattung ebenfalls Argumente, aber eben auch die Netzwerke. Möglichkeiten, die den meisten Kindern in Deutschland nicht offen stehen. Obwohl Herr Westermeier betont, dass Salem auch Stipendien anbietet. Wie verträgt sich das denn mit Ihrem Gerechtigkeitsempfinden, dass es hier Schüler gibt, die für ein Schulgeld von 40.000 Euro was geboten bekommen, was vielleicht Schüler auf staatlichen Schulen nicht geboten bekommen? Salem ist ein offenes Angebot für alle Kinder. Also jeder Schüler in Deutschland, der sich wirklich interessiert, könnte sich hier in Salem bewerben und seinen Hut in den Ring werfen. Aber es werden nur wenige angenommen werden können. Wir können natürlich nur eine begrenzte Zahl von Schülern annehmen. Aber ich muss einfach noch mal darauf verweisen, dass wir als Bundesrepublik wirklich eins der reichsten Länder der Welt in der Lage wären, also die öffentliche Hand wäre in der Lage, die Bedingungen, die wir hier vor Ort vorhalten, an den Schulen der Bundesrepublik insgesamt abzubilden. Das wäre möglich. Und warum tut man es nicht? Weil man es nicht will oder weil vielleicht auch dann doch die Mittel fehlen und man vielleicht höhere Steuern zum Beispiel von Wohlhabenden erheben müsste? Nein. Also ich denke, nee, das kann ich jetzt so gar nicht stehen lassen. Also der Staat hätte die Möglichkeiten, wir haben ja jetzt gerade sprudelnde Finanzquellen und Steueraufkommen in Deutschland. Der Staat hätte ganz klar die Möglichkeit, Gelder zu investieren. Wir geben in Deutschland zu wenig Geld für Bildung aus. Da bin ich mit Herrn Westermeier einer Meinung. Trotzdem geht es mir hier ein bisschen wie in St. Moritz. Die Wohlhabenden bleiben gerne unter sich. Warum sollten sie daran auch etwas ändern wollen? Auf dem Gelände der Oberstufe besuche ich einen Workshop, den zwei Ehemalige geben. Sie haben gerade ihr erstes Unternehmen gegründet, Vorbilder. Für andere hier. Was ist denn so euer Berufswunsch? Also ich will in London studieren, Economics and International Politics und dann auch vielleicht in die Richtung eigene Unternehmensgründung gehen. Und du? Genau, ich möchte eher Jura studieren, also Wirtschaftsanwältin und das dann auch auf internationaler Basis und gerne in Spanien. Okay, und du? Also bei mir irgendwas mit Management oder Marketing, aber in welchem Bereich weiß ich noch nicht so ganz genau. Okay, und inwieweit bringt euch Salem auf diesem Weg voran? Weil wir halt unsere Persönlichkeit hier schon sehr bilden können und man wird selbstbewusster, finde ich. Und, ja. Ich denke, wichtig sind auch die Verbindungen, die man hier bekommt. Also eben jetzt mit den zwei Jungs, dass man die mal persönlich kennt. Also bestimmt auch Verbindungen, auf die man dann später auch im Berufsleben zurückgreifen kann. Nach dem Workshop führe ich in Salem noch ein weiteres Interview mit Schülern. 3 Tage später ziehen die ihr Einverständnis zur Veröffentlichung zurück. Offen über Geld und Ungleichheit zu sprechen, fällt eben doch nicht so leicht. Auch die beiden Lieferando-Mitgründer haben eine Weile überlegt, ob sie in dieser Reportage dabei sein wollen und ob sie zeigen sollen, wofür sie ihr Geld ausgeben. Trotzdem haben sie zugesagt. Philipp Hartmann nimmt mich mit in eine Kunstgalerie in Berlin-Mitte.
Der Galerist Judy Lübcke ist einer der bedeutendsten Kunsthändler Deutschlands. Er hat den Maler Neo Rauch entdeckt. Gerade zeigt er Bilder einer jungen Künstlerin, einer Schülerin des Leipziger Malers. Ihre Bilder gefallen mir. Jetzt muss ich was gestehen. Jetzt bin ich zum ersten Mal ein bisschen neidisch. Du könntest doch jetzt sagen, wenn du was siehst, was dir wirklich gut gefällt, ja. Ich investiere da rein oder ich kaufe das. Das oder kannst so. Du auch. Ja? Das, ja? Kannst, das kann jeder, doch, das kann jeder. Jeder kann das. Man, wenn, wie? Wenn einem wirklich was gefällt, ja. Ne, und du gehst in eine Galerie und es ist ein aktueller, also es ist ein Künstler, ja, der noch lebt, kannst du schon sagen, mir gefällt diese Arbeit so gut. Ich kann ohne diese Arbeit einfach nicht mehr sein. Ja. Ich brauche die. Und was müsste ich dafür investieren? Du machst dasselbe, wenn, ja, du ein Auto siehst, ja, und sagst, ich brauche dieses Auto. Ja. Ne? Ja. Du musst einfach nur deinen Fokus, deinen Schirm, den du da ausfährst, ja, und deinen Fokus anstelle auf das Auto, auf das Bild wenden. Und schon hättest du die Arbeit. Ist ja nicht ein toller, okay, Vertriebler. Also, doch, man, aber, kann immer noch was lernen. Aber dann, das kostet dann 14.000 Euro, wie das Bild. Ja? Ne? 14.000 Euro. Ja. Dann kriegst du natürlich auch ein Auto dafür. Das stimmt, ja. So. Also, ne? ich hab kein Auto, also könnte ich mir noch ein Bild kaufen. Nee, es geht nur darum, ob du es wirklich brauchst. Ja. Was reizt dich daran, so in Kunstsammeln einzusteigen? Ich glaube, man hat einfach ein Gefühl. Ne? Also ich finde das immer sehr schön, mit ganz diversen Leuten in Kontakt zu kommen. Und Kunstsammler sind genau das. Da sind Unternehmer mit dabei, da sind Erben mit dabei, da sind Leute mit dabei, die wirklich nur aus der Kunstszene kommen, wahnsinnig belesen sind und echt extrem viel Erfahrung haben. Und das finde ich ist so schön. Ne? Man kommt zusammen, auch wenn man wieder ganz unterschiedliche Welten eigentlich hat und trifft sich und vereint sich mit der Kunst, redet über sie, ist im Diskurs, sich auch damit auseinanderzusetzen und eben, wie wir es gerade besprochen haben, eben nicht nur dem allgemeinen Konsum irgendwie sich hinzugeben und zu sagen, wir brauchen immer höher, schneller Auto, Uhr, tralala, sondern es geht dann eher darum, halt auch zu sagen, es gibt einfach schöne Dinge im Leben und es ist toll, wenn man sich die leisten kann. Irgendwie würde ich 14.000 Euro wohl zusammenbringen, aber es wäre verdammt viel Geld für ein Bild. Und dann hätte ich nicht mal genug Platz, um es aufzuhängen. Ja, also ich werde es mir erstmal nicht kaufen. Aber ich kann das verstehen. Also ich kann das nachvollziehen, dass wenn man das Geld hat, dass man daran Spaß hat. Ein paar Kilometer entfernt in der Nähe des Ostbahnhofs entsteht ein neues Stück Berlin. Der Holzmarkt soll ein Ort werden für bezahlbares Wohnen, Freizeit, Kunst. Finanziert unter anderem von Tobias Johann. Er ist einer der Gesellschafter, hat 25.000 Euro investiert. Für seine Verhältnisse gar nicht mal so viel. Aber er kann damit etwas bewegen. Mit dem Tee. Hallo. Dürfen wir bei euch reinschauen? Zusammen mit Anja Pilipenko aus dem Genossenschaftsbüro besucht er ein Künstleratelier. Und was macht ihr Schönes hier? Ihr macht mit den Tapes dann Bilder so wie dort. Genau, sowas. Sehr cool. Oder die Fassade von der Kita haben wir auch geklebt. Ah ja, diese, sehr geil. Die Disco-Kugel zum Beispiel auch. Nice. Dass er einen Teil seines Geldes für eine lebenswerte Stadt einsetzt, das verschafft Tobias ein besseres Gefühl als ein neues Auto oder eine teure Uhr. Die Björk. Die Björk. Oh, vielen Dank. Ja. Was haben wir da schon? Tartes Zitronen mit Kakaosplittern und Cashew. Wahnsinn. Gut. Wow. Nee, danke, Sarah. Mm. Oh. Probiert mal. Gut. Ist auch, ja. Sieht gut aus. Ist auch lecker. Mir lohnt sich auch mal so ein Ding hier zu unterstützen. Was hat dich denn dazu bewogen, hier zu investieren? Das ist jetzt ja erstmal nichts, glaube ich, wo man jetzt irgendwie Rendite erwartet. Nee. In Berlin lebt ja von der Kreativität und dass hier Leute hinkommen, die sich ausdrücken wollen. Und denen muss man Räume schaffen. Und hätten die Holzmarkt, die Genossenschaft, das glaube ich hier nicht, und die Leute vom Holzmarkt so in diesen 6, 7, 8 Jahren mit so viel Herzblut darum gekämpft und aufbereitet, dann wäre eine Bank hier oder irgendein Bürogebäude. Und dann hättest du wieder weniger Platz für Künstler in Berlin. Wem gehört der Park, in dem ich ein Zuhause fand? Tobias und Philipp sind mir sympathisch. Aber ich frage mich, sind die beiden repräsentativ für die Reichen in Deutschland? Und gibt es das überhaupt, die Reichen?
Millionär. Könnt ihr damit irgendwie was anfangen? Es ist hier rein, da raus, ehrlicherweise. Also es ist irgendwas, was irgendwie Leute reden, womit sie mit Klischees wieder umgehen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir eben ja keine Klischees sind. Ne? Dass man auch eben es nicht nur auf das Geld alles reduzieren darf, sondern einfach komplexe Menschen einfach anschauen sollte. Sicherlich haben wir in unserem Leben genug Geld verdient. Also nicht genug, das darf ich nicht falsch verstehen. Aber ich glaube, das Bild, wenn jemand Millionär wird, hat er direkt so ein Bild von jemandem im Kopf, dem es nur ums Geld geht, der über das Geld definiert wird. Das sind Definitionen über dein Geld. Was für eine scheiß Definition ist das? Also du bist doch anders als dein Geld. Und gibt es dann auch den Begriff 10.000er und 100.000er? Das macht doch alles keinen Sinn. Nee, höre ich nicht gern. Finde ich auch blöd. Ich denke mal, es ist einfach auch einfach ein schwieriges Thema. Man weiß ja auch nie, wie der Gegenüber reagiert. Deshalb denke ich mal, ja, spricht man vielleicht auch eher ungern drüber. Wenn man Vermögen hat, was würden Sie sagen? Verpflichtet das zu etwas? Selbstverständlich. Ob ich ein Unternehmen habe oder Vermögen habe, immer, man hat immer eine Verpflichtung. Das Schönste im Leben ist nicht Geld zu zählen, das Schönste im Leben ist das Gefühl zu haben, von anderen gebraucht zu werden. Ich glaube, es kommt auch auf den eigenen Charakter dann so ein bisschen drauf an, wie man es dann nach außen repräsentiert oder was man damit macht. Weil wir wollten ja auf keinen Fall hier wohnen, dass wir sagen, wir können uns nicht auf die Straße trauen, irgendwie ohne dumm angepöbelt zu werden. Das sollte ja eigentlich nicht sein. Seid ihr jetzt eine Ausnahme, weil ihr vielleicht euch auch das irgendwie alles selber aufgebaut habt? Oder haben viele, viele Deutsche ein falsches Bild auch von vermögenden Menschen? Wir kennen ja viele Unternehmer, die älter sind als wir und die den Weg länger geschritten sind und dann ultimativ dann auch mit viel Geld geendet haben. Und die denken in der Regel ähnlich, glaube ich. Also wir kennen jetzt wenig Leute, die das nur monetär sehen. Das wäre ja auch schade. Also man kann ja nur so viel essen. Also man kann ja auch nur so viel trinken. Und dann, nee, ich glaube, die Beispiele, die wir kennen, die sind eigentlich in der Regel, die sehen es in mehreren Facetten. Das heißt, das ist ein Klischee, der Reiche, der auf seiner Yacht sitzt, mit dem Privatjet die Welt reist und irgendwie ständig Champagner trinkt. Den wird es auch immer geben. Das ist auch so ein bisschen, aber das wäre auch ohne Geld. Also tut mir leid, das wäre auch ohne Geld ein unsympathischer Kerl. Also jetzt, ob der Geld oder nicht, er wäre ein Depp. Zum Ende meiner Reise mache ich mich fertig für einen Abendempfang im teuersten Hotel von St. Moritz. Ich bin mit meinem Leben weiterhin zufrieden. Neidisch bin ich nicht geworden. Aber ablehnen würde ich mehr Geld wohl auch nicht. Ich hoffe nur, dass ich es dann sinnvoll einsetzen würde. Nicht jeder Reiche ist ein Protz. Ich habe kluge und reflektierte Leute kennengelernt. Aber dürfen wir uns darauf verlassen, dass alle Vermögenden sich aus eigenem Antrieb für die Allgemeinheit engagieren? Ich glaube, wir als Gesellschaft müssen dringend Wege finden, wie wir Reichtum gerechter verteilen. Denn eigentlich wäre doch genug für alle da. Und wie ist es bei euch? Wärt ihr gern reich? Hättet ihr gern mehr Geld? Und was würdet ihr machen, wenn ihr reich wärt? Und was ist überhaupt Luxus für euch? Übrigens findet ihr auch unsere ersten beiden Rabiat-Folgen hier auf dem YouTube-Kanal Drogenrepublik Deutschland und Netzwerk Pervers.